Moin Leute, endlich mal wieder ein Winde-Video von mir. Lange habt ihr nichts mehr von mir gehört. Leider hat meine Kamera den Geist aufgegeben. Ich habe jetzt so ein Ersatzprodukt, was leider qualitativ nicht ganz mitkommt. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem mal ein bisschen was erkennen und habt Bock, diesen Streamer nachzubinden. Dieser hier wird heute gebunden. Ist ein ganz cooler Streamer, funktioniert sehr gut. Richtig einfach zu werfen, einfach zu binden. Und ja, ich habe ihn nicht erfunden. Von dieser Art Streamer gibt es natürlich mehrere Leute, die solche Streamer binden. Insbesondere Felix Pörtner hat dazu, zu diesem Material auch, aus welchem der Streamer hauptsächlich besteht, nämlich dieses hier, so ein Kinky Fiber-ähnliches Material, in letzter Zeit ein paar Videos rausgehauen, sehr cool. Solltet ihr auf jeden Fall abchecken. Und ja, der Alois Triebner zum Beispiel hat ein paar Bilder hochgeladen von Streamern, die aus diesem Material bestehen und auch heftig geil. Deswegen auch unbedingt einmal abchecken bei Facebook. Also auf jeden Fall an beide dicke Props. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Bindet den Streamer nach. Wenn ihr das so macht, dann haut gerne mal ein paar Fotos raus, würde mich sehr freuen. Und ja, das ist natürlich nicht die einzige Farbkombination, in der ihr den binden könnt. Seid da mal kreativ und vielleicht könnt ihr mich auch noch ein bisschen inspirieren. Viel Spaß! Wie ihr seht, habe ich hier auf meinen Haken schon eine Grundwicklung aufgetragen. Und ein kleines Kügelchen geformt aus Dubbing. Da könnt ihr einfach ein x-beliebiges Dubbing nehmen. Das muss kein besonderes sein. Als Haken habe ich hier einen Partridge Attitude Extra in 2.0. Der ist nicht so lang und hat trotzdem einen relativ weiten Bogen. Ich brauche nicht viel Platz für die Fliege, von daher passt er sehr gut. Dann habe ich mir ein Büschel aus dem Material herausgeschnitten, was ich euch gerade schon vorgestellt habe. Und dieses Büschel bringe ich jetzt in Form. Ein kleines Taper nehme ich zwischen meine Finger und rolle das zu beiden Seiten sanft aus, ein bisschen mit Gefühl. Und dann entsteht schon sehr schnell ein schönes Taper, was die Fliege dann in einer ja, natürlicheren Form darstellen lässt. Und dann bilde ich ungefähr ein Drittel nach hinten und zwei Drittel nach vorne ein. So, mache erstmal zwei der lose Wicklungen und verteile das Material wirklich gut um den Haken. Auch unten darf ein bisschen was sein, nicht zu viel. Der Haken muss als Kiel fungieren und dann ziehe ich das erstmal zweimal stramm noch und schiebe es dann noch so ein bisschen an diesen Dubbing-Knubbel heran, sodass sich das Material wirklich schön aufstellt und der Dubbing-Knubbel seinen Zweck erfüllt. Dann folgen ein paar straffe weitere Wicklungen, um das Material zu sichern. Jetzt wäre auch der Moment, wo ihr Sekundenkleber nutzt, mache ich jetzt nicht, um das Video nicht zu lang werden zu lassen. Und dann kommen jetzt die zwei Drittel, die nach vorne stehen, und die werden nach hinten umgeklappt mit Hilfe eines Röhrchens. Ihr könnt auch was mit dem Finger machen, wie ihr besser zurechtkommt. So, dann wird der Faden nach vorne geführt, gerade raus. Und jetzt verteilt ihr das wieder so ein bisschen, dass sich das um den Haken legt. Jetzt allerdings nicht mehr nach unten. Die langen Fasern unter dem Haken werden nicht gut. Und dann macht ihr ein paar Wicklungen davor. Ihr habt das bei Felix zum Beispiel gesehen, der geht auch gerne mit dem Faden über das Material, kann man machen, macht die Fliege auch definitiv haltbarer, aber ich erzeuge so mit weniger Material noch ein bisschen mehr Volumen und deswegen mache ich das hier nicht, mache ich teilweise aber auch so, dann kämme ich da einmal durch und dann seht ihr auch schon, wie das Material arbeitet und sich aufstellt und welches Volumen ich tatsächlich dann erreiche mit so wenig Material. Ja. Dieses Material selber spielt jetzt nicht so sensationell, das ist mehr so fürs Volumen. Da hat der Felix in seinem Video einen Trick gezeigt, das machen er und auch der Alois so, den hinteren Teil dieser Faser mit einem Glätteisen bearbeiten. Dadurch geht diese Krinkelung raus und spielt dann einfach besser. Ich persönlich bin ja ein Freund von eher etwas mehr flashenden Fliegen. Dementsprechend nehme ich jetzt Flash und lasse das einfach über das Material hier drüber stehen, sodass das dann sehr schön spielt. Als Flash nehme ich hier. Das ist von Siva, so ein Twist Flash her, irgendwie so heißt es. Oder New Sparkle her, glaube ich. Ja, das ist nicht ganz, ganz platt. Das ist auch so ein bisschen krinkelig. Und das arbeitet sich dann wunderbar in dieses Material ein. Das lässt sich dann wunderschön einkämmen. Und ja, so habe ich wirklich eine diffuse Silhouette. Und das Ganze wirkt sehr natürlich. Ich habe da einmal gerade die Farbe Silber. Und dann hier noch die Farbe, ja, Pearl ist es. Das mische ich zusammen. Habe ich hier schon mal vorbereitet. Und habe mir da so einen kleinen Mix erstellt. Und in die richtige Länge gebracht. Auch hier geht es jetzt darum, noch ein kleines Taper zu erstellen. Zupfe ich einfach die Fasern ein bisschen raus, ein paar einzelne, damit das am Ende auch schön spielen kann. So, und das binde ich jetzt so ein,
dass ich erstmal den längeren Teil nach hinten stehen lasse. Und zwar so, dass es ein bisschen übers, wie gesagt, über das Material rüberragt. So sieht das sehr gut aus. Dann lege ich das einmal oben auf und mache ein paar lose Wicklungen, um das erstmal vorab zu sichern. Guck, dass es schön verteilt ist, hauptsächlich oben und so ein bisschen an den Seiten auch. Aber das Flash wird halt durch dieses ja, Kinky Fiber ähnliches Material einfach schön gestützt und deswegen will ich da jetzt nicht so viel an den Seiten haben, denn sonst tält die Fliege zu leicht. So, dann mache ich ein paar stramme Wicklungen, wenn ich damit zufrieden bin. Auch jetzt könnt ihr wieder Sekundenkleber nutzen. Und diesen Teil, der nach vorne steht, den lege ich jetzt nach hinten und den verteile ich dann tatsächlich mehr, weil diese kurzen Fasern, da passiert das nicht so schnell, dass die tälen und den Lauf behindern. Die können ruhig ein bisschen besser verteilt sein. Das Flash ist, was sehr glatt ist, überbinde ich das dann einmal, um es zu sichern. Auch jetzt wäre wieder Sekundenkleber möglich. Wenn ihr Fliegen von mir kauft, dann sieht das auch so aus, dass die Bindeschritte immer wieder mit Sekundenkleber gesichert werden. Ja, jetzt nehme ich meinen Kamm und kämme das schon einmal so durch. Und dann seht ihr auch dieses Flash, das arbeitet sich wunderbar in dieses Material ein und sieht am Ende sehr, sehr cool aus. Und ist hier etwas länger und spielt dadurch auch schön. Ich nehme dann eine Klammer und sichere das einmal nach hinten für einen besonderen ja, Reiz. Werde ich jetzt noch rotes Flash anbinden und zwar sehr kurz, dass es ungefähr auf der Hakenhöhe dann ist. Auch hier ein kleines Taper rein. Das ist jetzt normales Flasherbuch. Ich habe das von Siva einfach jetzt nicht da in der Farbe. Und das lege ich dann einfach davor. Das ist ein bisschen fummelig manchmal mit diesem kurzen Flash, aber man kriegt es hin. Zwei, drei lose Wicklungen. Dann auch hier verteilen. Dafür nehme ich die Klammer mal eben wieder raus. Guck mir das auf den Seiten an, ob mir das so zusagt. Dann ziehe ich es stramm, wenn das okay ist. So. Und dann lege ich das Material nach hinten, verteile es nochmal. Gucken wir das wieder an, ob das okay ist. Und dann wird das Flash wieder überbunden. Dieses Flash ist noch ein bisschen glatter als das von Siebei. Da ist es sehr wichtig. Auch jetzt wieder der Hinweis, Sekundenkleber. So. Ja, ihr seht, ich habe hier einen recht dicken Knubbel. Ich habe einen recht kräftigen Faden. Den müsste ich eigentlich für diese Fliege gar nicht nehmen. Den hatte ich jetzt allerdings gerade hier. Es geht auch. So, und dann lege ich mir das Ganze nach hinten wieder fest. Jetzt fehlt noch ein Köpfchen. Und jetzt habe ich eine gute Nachricht für die Leute, die gerne mit CraftViewer arbeiten. Ihr habt eine Alternative. Und die Leute, die überhaupt nicht gerne mit CraftViewer arbeiten, davon gibt es ja eine ganze Menge. Ihr habt auch endlich eine Alternative. Dieses Predator-Dubbing, was relativ neu auf dem Markt ist, eignet sich wirklich sehr gut, um Köpfchen herzustellen. Das ist ein bisschen so wie Laserdub in XXL, kann man sagen. Zupfe ich mir einfach so eine Portion raus. So sieht das dann aus. Und dann lege ich davon ungefähr ein Drittel nach hinten und zwei Drittel nach vorne und mache erstmal ein paar lose Wicklungen. So, ist schön verteilt, nicht um den Haken, aber an den Seiten und oben darf es sein. So, das ist eine leicht gräuliche Farbe. Das ist so erstmal gesichert. Für den Bauch eine etwas hellere Farbe, Pearl Weiß. Da habe ich jetzt nicht das originale Dubbing da. Das ist manchmal ein bisschen ein Problem mit den Lieferzeiten. Aber mein Kumpel hat ein Material gemacht, was im Prinzip genauso ist. Er verkauft es leider nicht, deswegen werde ich da nicht weiter darauf eingehen. Aber vielen Dank trotzdem an dieser Stelle. Du weißt ja, dass du gemeint bist. Und das sehe ich jetzt einmal von unten fest, genauso wie das Graue gerade auf der anderen Seite. Und dann mache ich ein paar stramme Wicklungen. So, um das jetzt einmal vorab zu sichern, mache ich mal einen halben Schlag. Zweimal. So. Und jetzt kommt auch bei mir der Moment, wo ich auch, wenn wir ein Bindevideo machen, eben einmal Sekundenkleber nehme. Denn jetzt ist wirklich der Abschluss der Fliege gefragt und ja, ein bisschen halten soll sie auch. So, pinsel ich einfach die paar Zentimeter an vom Bindefaden und gehe dann einfach so mit ein paar Wicklungen nochmal über die Einbindestelle. Und jetzt in den feuchten Sekundenkleber könnt ihr entweder nochmal ein paar halbe Stiche machen oder so ein paar halbe Schläge, wie auch immer ihr es nennen wollt, oder einfach einen Abschlussknoten rein. Hauptsache, ihr macht das in diesen feuchten Sekundenkleber. Und dadurch hält es dann am Ende sehr gut. So, und dann kann ich im Prinzip
den Faden durchschneiden und warten, dass der Kleber eben trocknet. Und dann kümmern wir uns um die Augen. Der Kleber ist soweit trocken. Jetzt nehme ich das nach vorne stehende Material und lege es einmal so nach hinten. Verteile das wieder so ein bisschen mit dem Daumen. Oben und unten natürlich. So. Jetzt könnte ich die Augen aufkleben. Allerdings sieht das Ganze viel cooler aus mit diesem Material für den Kopf, wenn man das nochmal mit einem Klettverschluss ordentlich bearbeitet. Das heißt, ich gehe da ja sehr rabiat, ähnlich wie beim Laseradapter, einfach durch. Und dadurch kriege ich einen sanften Übergang zwischen den Farben, zwischen den einzelnen Farben. Das Material arbeitet sich ein bisschen ein noch. Und es erscheint ein wenig diffuser. Und die losen Fasern, wie ihr seht, zupfe ich so gleichzeitig auch mit raus. Brauche ich dann nicht mehr mit einkleben. Und so sieht das Ganze doch schon sehr schick aus. Ja, jetzt kümmern wir uns um die Augen. Dafür nehme ich nochmal meine Klammer, schiebe die einmal vorne auf. So, gucke eben, dass hier keine Fusseln mehr sind. Und dann mache ich es jetzt ganz einfach und schnell, und zwar mit Sekundenkleber. Ich mache mir einfach auf beide Seiten einen kleinen Tropfen des Klebers drauf. Ah, der ist schon fast leer. So, nehme dann meine gewünschten Augen. In diesem Fall sind es mal wieder meine 4D-Augen in sehr realistischen Design. Ich mag die einfach immer noch gerne und deswegen nutze ich die auch hier. Klebe die Augen möglichst gegenüber voneinander an. Kontrolliere nochmal. Ja, das sieht gut aus. Drück schon einmal eben fest und dann löse ich die Klammer. Gehe dann so ein bisschen durch, damit es die Form behält. Und dann drücke ich einfach für ein paar Sekunden die Augen fest. Ja, die Augen sind im Prinzip jetzt gesichert. Auf diesem Material geht das sehr gut mit dem Sekundenkleber. Um die Fliege noch etwas robuster zu gestalten, können wir jetzt noch UV-Kleber einmal nehmen. Dafür drehe ich mir die Fliege so ein bisschen nach oben, nehme meinen UV-Kleber, das ist ein flüssiger, läuft schön ins Material rein und härtet das vorne ein bisschen aus. Und damit er mir nicht ins Öhr läuft, mache ich das einmal so, dass ich die Fliege so drehe. Nehmen wir meine UV-Lampe, härte das einmal aus. Das Ganze natürlich dann auch unten. Und dann sind wir im Prinzip fertig mit der Fliege. Eine Sekunde schneller haben wir so eine schöne fängige Hechtfliege. Ich habe auch solche Fliegen auch schon Zander gefangen. Je nachdem, in welche Größe ihr sie baut, könnt ihr alles damit im Prinzip fangen. Wenig Material, wirklich einfach zu werfen, kannst du nochmal sagen. Und, ja, viel Spaß beim Nachbinden. Demnächst gibt es nochmal wieder mehr Videos. Ich hoffe, die Qualität wäre einigermaßen akzeptabel jetzt. Ja, und dann schaut auf meiner Facebook-Seite vorbei und bleibt auf dem Laufenden. Und wir sehen uns.